Sie sind heute hier nach Kreuzberg zum Willy-Brandt-Haus gekommen. Die Bundesregierung will den Rüstungsetat nach oben fahren. Die SPD ist ja mit in der Koalition. Was denken Sie, dass Sie heute hier bewegen können? Ja, wir werden zumindest auf uns aufmerksam machen und darauf, dass diese Gelder weitaus besser in Sozialen angelegt werden, wie Krankenhäuser, Schulen und so weiter. So kann es nicht weitergehen, dass die Kinder in maroden Schulen sind, dass die Schwestern überlastet sind, komme selber aus so einem Bereich. Und wir müssen halt mehr oder weniger die Stadt und alle darauf aufmerksam machen, dass dieses Geld nicht dort angelegt werden soll, in weitere Kriege und damit auch weitere Fluchtursachen. Ja, was hoffe ich mir denn, dass endlich mal viel mehr Leute sich aufstehen und gegen diese Aufrüstung, die ja immer mehr wird, empören. Mhm. Ja, das ist eigentlich mein Sinn, mein Zweck. Sie sind heute hier zu der Demo von Aufstehen gekommen, Würde statt Waffen. Warum sind Sie heute hier? Weil ich mich schon immer politisch für Frieden engagiert habe. Ich finde das ganz wichtig, dass wir nicht wieder in so eine Aufrüstungsspirale kommen. Also ich habe schon in den 80er Jahren an den großen Friedensdemonstrationen in Bonn teilgenommen. Einmal 300.000, einmal 500.000. Damals ging es ja um die NATO-Nachrüstungsbeschluss Pershing II. Und ich finde das einfach wichtig. Ich finde auch wichtig, dass wir nicht wieder mit Russland also so in den Konflikt gehen, sondern eher Ausgleich schaffen, also vernünftig zusammenarbeiten in Europa. Und ich halte auch nichts davon, dass jetzt also Europa auch noch aufrüstet. Für diese Aktion 17.11. Würde statt Waffen ja. Bei den anderen Demonstrationen von Aufstehen war ich auch dabei. Was erhoffen Sie sich von der Demonstration? Also eine Demonstration wird ja nicht den Beschluss der Bundesregierung außer Kraft setzen, wieder aufzurüsten. Natürlich nicht. Wir sind ja als Bewegung unterwegs. Und wir wollen aufmerksam machen, halt auf unsere zentralen Themen, soziale Gerechtigkeit. Und dafür stehen wir halt alle gemeinsam auf. Wir sind nicht in der Politik als Partei tätig. Wir wollen ja auch keine Partei sein. Wir sind der Bewegung. Wir wollen durch unsere Aktionen einfach zeigen, aufmerksam machen. Und wir freuen uns natürlich, wenn wir auch durch die Presse beachtet werden. Liebe Freundinnen und Freunde, Würde statt Waffen soll ausdrücken, dass wir der Überzeugung sind, dass wenn man sich den Zustand in den Pflegeheimen anschaut, wenn man sich den Zustand in den Schulen anschaut, wenn man sich den Zustand in den Krankenhäusern anschaut und wenn man sich anschaut, wie Menschen unter unwürdigen Bedingungen arbeiten müssen, weil immer mehr Arbeitgeber nicht einmal den Mindestlohn zahlen, dass in diesem Lande so viel zu tun ist. Es ist ganz sicher aber nicht eine Militarisierung der Außenpolitik voranzubringen und ganz sicher nicht der Rüstungsetat zu erhöhen. Und deshalb stehen wir hier ganz bewusst vor der Sozialdemokratischen Partei, eine Partei, die so große Mitglieder wie Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg gehabt hat, eine Partei, die vor 100 Jahren Teil des antimilitaristischen Widerstandes gewesen war und eine Partei, die aber heute die NATO befürwortet, die Aufrüstung befürwortet und die der Bundesregierung leider nichts gegen die immer weitergehende Aufrüstung unternimmt. Wir fordern die SPD auf, zu ihren Wurzeln zurückzukommen, der Friedensbewegung endlich wieder das Gesicht und nicht den Rücken zuzuwenden und gemeinsam mit uns zu kämpfen, dass auch die Sozialdemokratie wieder eine Politik macht, die Sozialpolitik vor Rüstungspolitik stellt. Liebe Freunde und Freunde, wenn wir uns anschauen, was in den nächsten Jahren geplant ist, und wenn man sich die Aussagen der offiziell Verantwortlichen sowohl in der CDU als auch indirekt in der Sozialdemokratie anschaut, dann kann es einem nur schlecht werden. Die NATO hat unter anderem mit den Stimmen der Bundesregierung beschlossen, dass mittelfristig der Haushalt für Rüstung in Deutschland auf 2% des Bruttonationalproduktes erhöht werden soll. 2% wird alleine für Deutschland bedeuten, dass die heutigen 43 Milliarden in etwa 10 Jahren bei über 80 Milliarden Rüstungsetat sein würden. Ich glaube, diejenigen, die sowas beschließen, haben doch nicht mehr alle Tassen im Schrank. Zusätzlich 40 Milliarden für Rüstung ausgeben zu wollen, ist ein Skandal. Und deshalb, liebe Freundinnen und Freunde, stehen wir hier. Wir machen deutlich, dass der Umbau der Bundeswehr zu einer weltweit einsatzfähigen Armee von uns nicht mitgetragen wird.
Wer sich anschaut, dass von der Leyen alleine in den nächsten 10 Jahren mehr als 20 Milliarden in neue Waffen investieren möchte, der kann doch nur feststellen, diese Bundesregierung hat jedes Maß und jedes Ziel verloren. Wir stehen hier, weil wir es nicht für richtig finden, dass die Bundeswehr von einem Auslandseinsatz zu dem nächsten geht und die gesamte Bundeswehr so umgebaut wird, dass sie eine Armee im Felde wird, wie das genannt wird, und die wirtschaftlichen und ökonomischen und geopolitischen Interessen durch die Bundeswehr umgesetzt werden. Menschen, die im Schatten stehen und nicht eine Milliarde nach der anderen durch Spekulationen und durch Großinvestitionen einsammeln können, dass diese Menschen endlich wieder eine Stimme brauchen. Diese Stimme möchte aufstehen, auf der Straße sein, aber wir möchten auch deutlich machen, dass die Parteien, sei es die Linke, sei es die SPD oder sei es Bündnis 90 die Grünen, noch deutlicher als bisher Sozialpolitik und die Würde der Menschen wieder in den Mittelpunkt ihrer Politik stellen. Elisabeth Wissel, auch Bezirksverordnete der Partei Die Linke, wird heute zu uns sprechen und wird uns auch aus eigener Erfahrung ein bisschen erzählen, was es bedeutet, Würde statt Waffe durchzusetzen. Elisabeth, schön, dass du da bist. Du hast das Wort. Es müsste jeden Tag Proteste geben gegen die Regierungsverantwortlichen, die einen völlig abgehobenen Blick von den wahren Lebensbedingungen hier haben, mit dem Slogan, eure Politik ist nicht die unsere. Mein Name ist Elisabeth Wissel, ich bin Fraktionsvorsitzende der Linken der BVV Tempelhof-Schöneberg. Ich begrüße Sie sehr herzlich. Für mich als Kommunalpolitikerin ist das Thema Frieden von immenser Bedeutung. Denn Frieden ist die Grundlage für all unser Handeln und bietet die Chance der humanitären und vorurteilsfreien Weiterentwicklung der Gesellschaft. Auch auf kommunaler Ebene kann man sich für Friedenspolitik einsetzen. So hat unsere Fraktion einen Antrag Bürgermeisterin für den Frieden durchgebracht und einen BVV-Beschluss erwirkt, dass keine Bundeswehrwerbung in der Nähe von Kitas und Schulen stattfinden soll. Das ist sicherlich nur punktuell, aber wenn es viele Kommunen so machen würden, dann wäre dies ein unmissverständliches Zeichen. Hartz IV bewirkt eine systematische soziale Ghettoisierung, aus der man kaum herauskommt. Wir haben in Deutschland viele Berufstätige, die mit einem sehr geringen Einkommen leben müssen. Der Grund sind immer weniger Flächentarifverträge und dann ein kläglicher Mindestlohn, an dem Politiker noch darum feilschen, dass bloß kein Cent zu viel gezahlt wird. Wir haben in unserem reichen Land ein unwürdiges und marodes Gesundheitssystem, in dem es akut an Personal fehlt. Bei übersprudelnden Steuereinnahmen können und dürfen Kosten erst recht kein Hinderungsgrund sein, die Menschen optimal gesundheitlich zu versorgen. Deutschland ist ein reiches Land. Es fragt sich nur, für wen. Gefördert werden Unternehmen, die Millionen Gewinne machen, Sozialausgaben und die Verantwortung des Staates werden dagegen immer mehr zurückgefahren. Aber über 40% der Bevölkerung geht es nicht gut. Sie leben in Armut und noch mehr Menschen in Unsicherheit darum, was sie morgen erwarten könnte. Eine Kündigung der Arbeitsstelle oder der Wohnung, eine schwere Krankheit, das dann für viele eine persönliche Katastrophe bedeuten würde. Schluss mit der Aufrüstung und Kriegstreiberei. Eine Regierung muss Verantwortung für ein gerechtes und solidarisches Miteinander übernehmen. Würde statt Waffen, das sieht man am meisten natürlich im sozialen Bereich, weil man da natürlich auch am ehesten spart, weil wir Menschen, die mit anderen Menschen arbeiten, immer wieder erpressbar damit sind und eben nicht die Spritze oder weiß ich was um 16 Uhr fallen lassen, sondern uns wirklich um die Menschen kümmern wollen. Und da kann man natürlich besonders gut sparen. Ich selber habe die Erfahrung gemacht, in einer 25 Jahre in einer Ersten Hilfe in einem Brennpunktkrankenhaus ganz in der Nähe. Viele wissen vielleicht, welches ich meine. Und
bis 1998, kann man sagen, also bis Herr Schröder, komischerweise hängt das zusammen, rankam, ging es irgendwie. Dann wurden massiv die Betten gestrichen, Krankenhäuser dicht gemacht und massiv Personal gekürzt. Anstatt das Geld fürs Personal einzusetzen, hat man Unternehmensberater für teures Geld eingesetzt, die natürlich nichts weiter rausgefunden haben, als dass man noch mehr Betten abbauen muss, noch mehr Personal und wie man noch effizienter arbeiten kann. Und das setzt sich seit 98 fort. Nee, 2006 musste ich selber aus gesundheitlichen Gründen aus der Krankenschwestertätigkeit rausgehen und habe seitdem in diesem Fallpauschalensystem mit dran gearbeitet. Das heißt, ich habe es also auch von der anderen Seite gesehen. Das ist mir sehr oft nicht leicht gefallen, mir noch einfallen zu lassen, wo kriege ich jetzt für das Krankenhaus noch Geld raus. Weitere war natürlich, dass immer mehr, das habe ich ja auch gesehen, weil ich darauf achten musste, jetzt war ich diejenige, die zur Pflege gegangen ist und die sagte, ihr müsst hier ein Kreuz machen, ihr müsst da ein Kreuz machen, sonst kriegen wir kein Geld. Die waren natürlich aber schon überlastet, weil sie sich in der Zwischenzeit um die Hälfte halbiert haben an Personal, die Fallzahlen aber gestiegen sind. Und alle meine Kollegen gingen mit einem Grummeln im Bauch nach Hause, weil sie das Gefühl hatten, sie haben die Leute nicht mehr adäquat versorgt. Es sind schlimme Dinge. Es könnten passieren. Man war jeden Tag froh, dass nichts Schlimmes passiert ist. Diese Dinge habe ich auch in der Rettungsstelle schon erlebt, möchte aber nicht das Vertrauen in die ganzen Institutionen völlig zerstören, werde deshalb nichts dazu sagen. Jeder kann sich seinen Teil denken. Es wird heute auch schon Pflegern gesagt, nur hopp, 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 du bist hier nicht zum Erzählen und mit den Patienten zu reden, sondern du musst das Geld reinbringen. Und das ist der Druck, dem so ja die Chefärzte ausgesetzt sind. Die müssen das weitergeben. Also die ganz großen Stellschrauben müssen wirklich von oben gesetzt werden. Und alle Ärzte wie Pflegepersonal sind völlig unzufrieden damit und die Patienten natürlich auch. Die sind immer kürzer im Krankenhaus, für Gespräche bleiben keine Zeit mehr und das, was wirklich die Menschen gesund macht, die Zuwendung, dafür ist gar kein Geld mehr da. Soweit die Zustandsbeschreibung, mehr fällt mir jetzt im Moment erstmal nicht dazu ein. Natürlich haben wir einen sehr hohen Krankenstand, an psychisch kranken Kollegen, bleibt nicht aus, denke ich. Also über die Jahre ist es immer, immer schlimmer geworden und für alle sehr, sehr unbefriedigend. Nein, nein, uns gefährdet nicht ein Feind hinter der Grenze. Uns gefährden die 1%, die in diesem Land die Politik bestimmen, 1% der Bevölkerung. Karl Liebknecht hat mal gesagt, dass der Hauptfeind nicht hinter der Grenze, sondern im eigenen Land steht. Und das ist bei uns auch nicht anders. Und was wir brauchen, das ist ein gemeinsames europäisches Haus, wie es früher einmal hieß, in dem Russland unser Nachbar ist und nicht unser Feind. Und was wir brauchen, ist eine umfassende Abrüstung weltweit. Wir brauchen die Rüstungsmilliarden zur Bekämpfung von Armut, Hunger und Fluchtursachen. Ja. Liebe SPD-Abgeordnete, auch wenn ihr heute nicht da seid, vielleicht kriegt das irgendwie mit. Bitte bewegt euch nicht weiter Richtung 10%-Partei. Stimmt bitte gegen die anstehende Erhöhung der Militärausgaben. Dankeschön. Der Demonstrationszug macht sich auf den Weg zur CDU-Zentrale, um bei der anderen GroKo-Partei gegen den Aufrüstungsbeschluss zu demonstrieren. Die Demo Würde statt Waffen war mit über 200 Teilnehmern gut besucht.
Ich frage mich allerdings, weshalb der Demonstrationszug durch Straßen zog, wo an diesem Samstagnachmittag kaum andere Menschen zugegen waren. Somit ist es dem Demonstrationszug, bei dem es um das wichtige Thema Frieden und Abrüstung ging, nicht gelungen, mit der Demonstration eine breite Öffentlichkeit zu erreichen. Und das ist ja eigentlich der Sinn einer Demo. Die Veranstalter sollten sich beim nächsten Mal mehr Gedanken darüber machen, lieber durch Straßen zu ziehen, wo eine breitere Öffentlichkeit erreicht werden kann. Mit einer Demonstration zum Thema soziale Sicherheit und Gerechtigkeit in der Vorweihnachtszeit über den Kudamm oder unter den Linden zu marschieren, würde sicherlich dann auch mehr Menschen ansprechen. Die Sammlungsbewegung Aufstehen hat sich nun auf den Weg gemacht. Bleibt zu hoffen, dass es zukünftig noch mehr Menschen gibt, denen das Thema Frieden und Abrüstung genauso wichtig ist wie den 200 Demonstranten heute.